Hallo und willkommen zurück hier bei Abzu und hier im siebten und letzten Kapitel des Spiels. Und ja, wir sind hier in diesem altbekannten Gebiet angekommen, wo wir ja schon vier dieser, ja, ich weiß nicht, Bäume, Algen freigespielt haben. Und jetzt hier in der Mitte diesen Orb aktivieren. Ja, das siebte Kapitel ist ähnlich lang wie die anderen davor, immer so um die 10 bis 15 Minuten. Und hier können wir tatsächlich einige Trophäen noch freispielen, auch einige verpassbare Trophäen. Aber als erstes werden wir hier unseren weißen Haifreund wiederbeleben, wenn das so ist, oder in Geistform zumindest zurückbringen. Er erkennt uns und wir freuen uns, dass er wieder da ist. So, und ab jetzt kommt der Fun-Mode des Games, weil jetzt kriegen wir so ein bisschen so einen Overpower-Mode, sag ich mal. Ihr seht schon, wir leuchten gelb und das sorgt dafür, dass wir doch deutlich schneller unterwegs sind, als wir es bis jetzt waren. Und bumm, geht's ab ins siebte Level. Ja, ihr seht, wir sind jetzt hier im Fun-Modus des Spiels. Der Hai macht auch mit und hier könnt ihr auch schon eine der Trophäen freispielen. Und zwar, indem ihr euch an den Hai dranheftet, wenn er dann bei euch bleibt. Noch nicht hier weiter schwimmen übrigens, sondern erstmal gucken, ob wir mit dem Hai ein bisschen eine Connection aufbauen könnt hier. Und auch das sollte dann wirklich eure Verbindungstrophäe freischalten, indem ihr hier mit dem weißen Hai zusammen schwimmt. Auch nochmal ein bisschen Ballett aufführen könnt, wenn ihr wollt. Und vor allem mit X auch mit ihm richtig Gas geben könnt. Ja? So, ganz wichtig hier im ersten Gebiet könnt ihr nicht nur das machen, sondern ihr könnt auch da hinten, ihr seht's, am Rand ist eine kleine Insel. Und an der müsst ihr vorbeispringen. Ich probiere das mal. Und versuchen, diese kleine Muschel, die da oben ist, zu erwischen. Man kann das natürlich aber auch ohne den weißen Hai schaffen. So, jetzt habt ihr gesehen, ich bin sogar drauf gesprungen. Und hier ist diese Muschel zu finden. Na, das ist rechts von der Position, wo ihr ins Spiel startet, könnt ihr diese Muschel direkt einsammeln. Zack, dann geht's wieder ins Wasser. Wir schwimmen weiter. Unser weißer Haifreund sollte uns folgen, den können wir direkt mitnehmen. Und weiter geht's. Vergesst diese Muschel nicht, die ist wirklich verpassbar an der Stelle, weil man doch geneigt ist, mit dem Hai hier gleich abzudüsen. Indem wir jetzt hier diese Minen oder Energiezellen in dem Fall vielleicht auch zerstört, werdet ihr gleich dann den Wasserspiegel etwas erhöhen. Zack. Und dadurch könnt ihr dann jeweils ins nächste Gebiet. Macht euch hier keine Gedanken, hier kann man tatsächlich nicht groß was verpassen an Collectibles. Wir haben insgesamt noch drei Muscheln to go. Insgesamt vier, wenn ihr hier in das Level kommt. Eine haben wir schon gleich am Anfang eingesammelt. So, hier seht ihr schon wieder diese Minen. Einfach zerschlagen, der Hai hilft euch. Zack. Eigentlich fast schade, dass es erst im letzten Level wirklich möglich ist, hier so den Turbo anzuschalten, weil das macht doch wirklich Spaß. So, subtiler Hinweis, wo es weitergeht. Zack. Hier können wir noch mal ein paar Fischschwärme einsammeln. Ist ein bisschen störrisch, mein Hai hier. So.
sollte wieder steigen. Ihr seht, wir schalten jetzt hier wieder diese Korallenbäume frei. Eins nach dem anderen, das geht jetzt zügig hier im 7. Kapitel. Zack, einmal aus dem Wasser gesprungen. Und schon ist der auch aktiviert. Hier übrigens nochmal einen Kraken zu sehen. Falls ihr den im 4. Kapitel noch nicht mitgenommen habt, dann tut es jetzt. Und wir schwimmen High Speed. Und springen mit dem Wal aus dem Wasser. Das ist schon das Stichwort. Die Wale. Hängt euch an den nächsten Wal, den ihr finden könnt. Zack. Und haltet euch fest, denn hier könnt ihr eine weite, ja auch schon verpassbare Trophäe freischalten. Und zwar den Leviathan. Ihr müsst einfach euch ein bisschen an dem Wal festhalten und hoffen, dass er sich dann irgendwann mal dazu in der Lage oder Lust hat, aus dem Wasser zu springen. So wie sein Kollege da gerade. Zack! Und schon poppt die Trophäe auch für euch. Einmal auf dem blauen Wal geritten zu sein und mit ihm die Oberfläche durchbrochen zu haben. So, jetzt gucke ich doch glatt mal, ob ich meinen weißen Hai-Freund hier nochmal finde. Ah, hat er Lust mit mir zu schwimmen? Gerade wohl nicht. Ist nicht schlimm, wir sind ja mittlerweile schnell genug unterwegs. So, und zwar seht ihr jetzt hier, ist die Höhle, aus der wir gerade rausgeschwommen sind. Und da von rechts ist ein kleiner Felsen. Da ist er. Und eine Muschel. Ihr habt gerade gesehen, ich bin an ihr vorbeigesprungen und konnte sie dadurch aktivieren. Ähnlich wie im ersten Part. Einfach hier hoch und dann schön die Viereck-Taste hämmern, um sie zu aktivieren. Ich glaube, hier schafft man es nicht ganz nach oben, um auf dem Land zu landen. Aber es reicht, wie ihr gesehen habt. Das macht jetzt wirklich richtig Spaß, hier zu schwimmen. Man kann auch mal Vorwärts-Dive machen. Die Fische folgen einem. Ist gar nicht hier, bin ich noch gar nicht hergeschwommen. Guckt euch das mal an. Da kann man sogar noch in die schönen Gebiete reinschauen hier. So, und wenn ihr vom Eingang, jetzt seid ihr gerade rechts vom Eingang geschwommen, der hier ist, und wenn ihr vom Eingang links schwimmt, machen wir mal den richtigen Turbo an hier, dann seht ihr da so einen kleinen Eisberg versteckt auf der linken Seite. Und hier gibt es tatsächlich eine weitere für uns zu erreichen, indem ihr hier einmal draufklettert. Und zwar ist das die geheimnisvolle Polarregion hier. Die Trophäe sollte hier im Verlaufe vor euch poppen. Ich sammle hier noch eine Muschel ein. Das ist tatsächlich die vorletzte und damit kommt der arktische Entdecker und die letzte verpassbare Trophäe hier an dieser Stelle. Und damit haben wir auch die drei Muscheln in diesem Level freigeschaltet und alles geschafft, was wir hier schaffen müssen. Und dementsprechend können wir uns jetzt tatsächlich auf den Weg machen zum Ende des Games da vorne, in alter Tradition, dem Licht hinterher. Ja, wie gesagt, also an der Stelle macht es jetzt richtig Spaß zu schwimmen. Hier seine Loopings zu drehen. Ihr könnt auch noch mal mit den Walen oder mit eurem Hai ein bisschen springen üben hier. Und am Ende einfach hier den Turbo anschalten
und ins Licht schwimmen. Kleiner Eingang, aber wir treffen ihn. Unsere Fischfreunde kommen auch mit. Und jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Rambazamba und vernichten ein paar Minen. Rums. An der Stelle schwimmen wir nur noch hoch. Diese ganze Metallstruktur wird schön von der Natur wiedergewonnen. Und damit habt ihr das Spiel geschafft. Wenn ihr das Spiel geschafft habt, poppt für euch die Trophäe Reflexion. Und jetzt gibt es tatsächlich noch eine Stelle, an der ihr ein bisschen aufpassen müsst. Denn jetzt droppt hier der Abspann, die Credits. Und ihr seht aber, ihr könnt euch hier noch weiter frei bewegen und weiter schwimmen. Kriegt wahrscheinlich die Reflexionstrophäe hier, dass ihr es geschafft habt. Unser Hai ist auch noch am Start. Wir können hier auch tatsächlich uns ziemlich frei bewegen. Und jetzt seht ihr, an der Stelle hier kommt jetzt die Muschel ins Bild geschwommen. Und jetzt müsst ihr irgendwie versuchen, zu dieser Muschel zu kommen und sie noch anzusprechen. Und dann poppt die Sammlertrophäe, wie hier jetzt bei mir. Und ihr habt es geschafft und alle Muscheln gefunden. Das war an der Stelle wichtig, diese Muscheln noch einzusammeln. Und damit habt ihr die 100% freigespielt und eure Platin-Trophäe steht nichts mehr im Weg. So. Können wir hier noch ein bisschen rumschwimmen, den Abstand genießen und danach ist an dieser Stelle das Spiel beendet und eine weitere Platin-Trophäe im Sack. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich werde natürlich auch noch ein paar Timestamps im Video verteilen, sodass ihr schneller an den Stellen seid, wo auch wirklich die Collectibles einzusammeln sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und im neuesten Video hoffentlich bei mir auf dem Kanal. Bis dahin und tschüss.